Schalke 04, der Meister der Herzen von 2001. Sehr, sehr knappe Kiste im Meisterschaftsrennen. Am letzten Spieltag, die letzten 4 Minuten von dem Spiel bei München gegen den Hamburger SV, haben dazu beigetragen, dass Schalke 04 leider Gottes kein deutscher Meister geworden ist. Aber sie wurden Meister der Herzen 2011. DFB-Pokalsieger mit Manuel Neuer im Tor. Und das war wirklich auch die letzte glorreiche Zeit von Schalke 04. Seitdem ging es bergab und Stand jetzt stehen sie in der zweiten Bundesliga und könnten sogar absteigen in die dritte Liga. Das wäre sehr, sehr krass für diesen Verein und es wäre auch wirklich sehr, sehr schade, denn das Ruhrpott-Derby, das Revier-Derby Dortmund gegen Schalke war mitunter eines der besten Spiele, die wir zweimal in der Bundesliga pro Jahr sehen durften. Aber was wäre, wenn wir Schalke 04 durch die 18 europäischen Ligen jagen würden, könnten sie hier den ein oder anderen Meistertitel, den ein oder anderen nationalen Titel, vielleicht aber auch den ein oder anderen internationalen Titel gewinnen. Natürlich nicht nur das, dazu aber gleich mehr. Welcome back to Sturbeck und IFC 24. Europa-Tour, diesmal mit Schalke 04, dem aktuellen Zweitligisten, vielleicht auch bald Drittligisten, wenn diese Saison ganz schlecht laufen sollte für Schalke 04. Das wäre wirklich gar nicht mal so gut. Bevor wir so richtig ins Video einsteigen, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit all deinen Freunden teilst, damit dieser Kanal noch wächst und einfach viel, viel mehr Videos im Monat herauskommen können. Ja, es liegt nicht nur an mir, es liegt auch ein bisschen an euch da draußen, beziehungsweise an dir da draußen. Teil das Video jetzt also. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Und teil. So. Gut, ich höre auch schon wieder auf. Reicht ja auch, ne? Aber es wäre super, wenn du das machen würdest. So, bevor wir jetzt Schalke 04 durch die 18 europäischen Ligen jagen, beziehungsweise reisen lassen, kommen wir zu den jeweiligen zweiten Ligen, die EFC 24 bereitstellt. Und schauen erstmal hier, ob Schalke denn noch aufsteigen könnte. Und zuallererst gehen wir hier nach Frankreich. Und in Frankreich, oh, immerhin der dritte Platz in der zweiten Liga, in der Ligue 2, in der Ligue 2. 69 Punkte, 20 Siege, 9 Unentschieden, 9 Niederlagen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber hat das am Ende auch gereicht, um wirklich in die Ligue 1 aufzusteigen? Leider nein, denn im Halbfinale der Playoffs war Schluss. Da haben sie 2:0 gegen die Angels verloren. Der hat gegeben jeden Freistoß gegen uns. Das ist keine Frauenfußball. Und bei den Torjägern, ja ganz ehrlich, da sah es auch gar nicht so schlecht aus, denn hier wurde Karaman Zweiter mit 18 Toren in 37 Partien. 6 Tore weniger als Pimin von AG Auxerre. Ja, leider Gottes hat es in dieser Zweitligasaison zu keinem Titel und auch zu keinem Aufstieg gereicht. Deshalb springen wir sofort in die nächste zweite Liga. Das ist die Serie B in Italien. Und hier wurde Schalke 04 Sechster, 62 Punkte. Ja, ein bisschen schlechter als gerade eben. 17 Siege, 11 Unentschieden, 10 Niederlagen. Aber hat das dafür gesorgt, dass Schalke 04 endlich aufsteigen konnte? Ja, leider nein, denn im Viertelfinale haben sie schon gegen Spezia mit 2:1 verloren. Das ist, wenn wir drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also in 2 Saisons noch keinen Aufstieg geschafft. Und bei den Torschützen in der Serie B steht kein Schalker in den Top 5. Ja gut. In der nächsten zweiten Liga, und zwar in der La Liga Hypermotion in Spanien, da wurde Schalke 04 Zweiter. Sie schaffen also den direkten Aufstieg mit 87 Punkten. Ein Punkt weniger als Real Valladolid. Das ist mal ein Schalke 04, wie es sich gehört. Zumindest was die zweite Liga in Spanien angeht. Auch die ist natürlich ganz, ganz anders als in Italien, in Frankreich und in Deutschland. Denn hier sind die Gegner ja gefühlt nochmal 1000-mal stärker. Von daher Glückwunsch zum Aufstieg bei den Torschützen in der zweiten Liga, in der La Liga Hypermotion von Spanien, steht kein Schalker unter den Top 5. Hier macht das Braithwaite von España Barcelona mit 28 Toren in 40 Partien. Gehen wir also sofort in die nächste zweite Liga, und zwar in die Championship von England. Und hier wird Schalke 04 das zweite Mal Zweiter. Direkter Aufstieg. Wieder 87 Punkte, 24 Siege, 15 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten und das sogar in der, ich würde mal behaupten, schwersten zweiten Liga in Europa. Hier
muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich beide Pokale, also den FA Cup und den Carabao Cup, außen vor gelassen habe. Das heißt, wir springen sofort zu den Torschützen in der Championship. Und hier wird Terodde Torschützenkönig mit 34 Toren in 42 Partien. Wow! Mensch, das ist der erste Titel für Schalke 04. Also ein direkter Titel. Ich spreche jetzt hier nicht vom Aufstieg als Zweitplatzierter, sondern direkt auf Platz 1. Glückwunsch, Schalke! Erster Titel innerhalb dieser Zweitligageschichte. Kommen wir also zur letzten zweiten Liga, die in EFC 24 bereitsteht, und zwar die zweite Bundesliga, also in Deutschland. Und hier gewinnt Schalke 04. Sie werden Meister in der zweiten Bundesliga. Punktgleich mit dem HSV. 20 Siege, 9 Unentschieden, 5 Niederlagen, 63 Tore, 28 Gegentore. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist. Manometer, was eine knappe Kiste in der zweiten Bundesliga. Das heißt also, es ist der zweite Titel innerhalb von, ich weiß jetzt gerade gar nicht, 5 Zweitligasaisons. Und bei den Torschützen in der zweiten Bundesliga wird der Torschützenkönig Drexler von Schalke 04 mit 18 Buden in 34 Partien. 2 Tore mehr als Terodde. Damit der dritte Titel in den Zweitligasaisons. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Aber ob sie in den 18 europäischen Top-Ligen, also in den ersten auch so gut bestehen können. Damit starten wir jetzt und wir gehen natürlich zuallererst nach Belgien in die 1A Pro League. Und hier wird Schalke 04 nur Sechster. 49 Punkte. Das ist ja gar nicht mal so gut. Gerade in Belgien hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Wer wurde dann Meister in Belgien? Royal Antwerpen FC holt sich die Meisterschaft in Belgien mit 45 Punkten. Und Schalke hat es immerhin noch auf den 5. Platz insgesamt geschafft mit 38 Punkten. Skandal! Ja, das hätte ich ehrlich gesagt ganz, ganz anders erwartet. Aber es ist am Ende, wie es ist, im belgischen nationalen Pokal. Macht es Club Brugge mit 3:2 gegen Standard. International in der Conference League konnte Schalke 04, naja, immerhin die Gruppenphase überstehen, kam in die Vorrunde und hat insgesamt gegen Sevilla mit 4:2 verloren. Ja, was willst du erwarten? Aber der Torschützenkönig steht noch aus. Und hier könnten sie eventuell einen Titel geholt haben. Und wir schauen auf die Torschützen. Und Terodde macht hier den allerersten Titel für Schalke 04 in den Oberhäusern. Klar, 26 Tore in 37 Partien. Der Unterstützung, schaffst du das dann? Hat der Terodde hier gerockt. Damit der allererste Titel. Und das gleich in der ersten Saison im Oberhaus. Gehen wir also sofort in die nächste Liga nach Dänemark in die 3F Superliga. Und hier gewinnt Schalke 04 die reguläre Saison mit 46 Punkten. 3 Punkte Vorsprung vor Kopenhagen. Hat das jetzt hier sogar schon in der zweiten Saison in einem Oberhaus zur Meisterschaft gereicht? Ja, Schalke 04 gewinnt die Meisterschaftsrunde in Dänemark. 69 Punkte, 9 Punkte Vorsprung vor dem FC Kopenhagen. 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Ja, die sollen feiern. Ich glaube, die haben uns am Ende auch zum Sieg gepusht. Der zweite Titel innerhalb von 2 Saisons. Diesmal sogar die Meisterschaft. Und konnten sie eventuell das Double holen? Nein, der nationale Pokal geht an AGF 3:1 gegen Burnaby. International haben sie es auf jeden Fall wieder geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Und am Ende mussten sie sich leider Gottes Aston Villa mit 4:0 insgesamt geschlagen geben. Aber im Achtelfinale, nicht in der Vorrunde. Und jetzt ist die große Preisfrage. Können sie noch die Torjägerkrone in Dänemark abräumen? Ach, leider nein. Terodde wird hier nur Zweiter mit einem Tor weniger als der Erstplatzierte von Kopenhagen. Gut, damit bleibt das bei einer Meisterschaft. In der nächsten Liga, in der Ligue 1 in Frankreich, da wird Schalke 04 16. 31 Punkte, punktgleich mit dem FC Metz. Alter, was geht hier ab? Das heißt also Relegation im Franzosenland. Wer wurde Meister? Der AS Monaco wird hier Meister mit 71 Punkten, punktgleich mit Nizza, und Paris steht hier nur auf Platz 3. Ja gut, da, es ist wirklich eine sehr verrückte Saison. Heißt das jetzt, dass Schalke 04 abgestiegen ist? Oder konnten sie sich noch beweisen und bleiben in der Ligue 1? Nein. Sie verkacken es. Sie verlieren gegen Auxerre mit insgesamt 3:2 und steigen somit hier in die Ligue 2 ab, in die Ligue 2, in die zweite Liga in Frankreich. Was willst du, hä? Was willst du?
Was willst du, hä? Ja, aber vielleicht wurde es ja national im Coupe de National. Was? Nein, auch hier nicht. Hier macht es Troyes SC 3:0 gegen Nizza. Aber international, vielleicht waren sie da besser als in der letzten Saison. Nein, auch hier ist im Achtelfinale Schluss gegen Eintracht Frankfurt. Oh, deutscher Gegner. Insgesamt 4:2. Bleibt also nur noch der Torschützenkönig über. Und hier wurde es mal wieder nicht Mbappé? Kurios, der hat hier nur 20 Buden, 8 Tore weniger als der Erstplatzierte. Alter Verwalter. Und es gibt keinen Schalke 04-Spieler in den Top 5. Gut, das war jetzt ein bisschen abzusehen. Nichtsdestotrotz ist Mbappé nicht Torschützenkönig geworden. Okay, Dokele. Springen wir sofort in die nächste Liga, nach Italien, in die Serie A. Und hier mit Schalke 04, 18. 32 Punkte, direkt Abstieg in Italien, in die Serie B. Oh, zweimal abgestiegen, innerhalb von 2 Saisons, hintereinander. Na, Hauptsache, wir erreichen hier nicht gleich den Hattrick an Abstiegen. In Italien wurde Meister, Inter Milan mit 79 Punkten, 1 Punkt Vorsprung vor Juventus Turin. In der Coppa Italia macht es AS Rom, hier natürlich Roma FC, nach Elfmeterschießen mit 4:3 gegen AC Florenz. Und der Torschützenkönig in der italienischen Liga wurde Carlos Augusto mit 22 Toren in 37 Partien. Kein Schalker unter den Top 5. In der nächsten Liga, in der Niederlande, in der Eredivisie. Ich unterbreche ein Ungern. Mein Herz würde es erfreuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit deinen besten Freunden teilst. Mit Schalke 04, 7. Naja, wenigstens haben wir jetzt nicht den Hattrick an Abstiegen erreicht, sondern konnten dies durchbrechen. 47 Punkte, 11 Siege, 14 Unentschieden, 9 Niederlagen. Eine gute Platzierung in den Niederlagen. Im nationalen Pokal wurde SC Herwen Pokalsieger mit 2:0 gegen Fortuna. International hat Schalke 04 die Saison gar nichts gerissen. Also sie sind nicht über die Gruppenphase in der Conference League hinausgekommen. Deswegen lassen wir das außen vor bei den Torjägern in der Eredivisie. Oh, Lozano von PSV Eindhoven, 24 Tore in 29 Partien. Und Tavares steht hier auf Platz 4 mit 19 Toren in 32 Partien. Also in den Niederlanden keinen Titel. Die nächste Liga ist in Norwegen. Das ist die Eliteserien. Und hier wurde Schalke 04 Vierter. Mensch, eine Verbesserung um 3 Plätze im Gegensatz zu der Eredivisie. Der nationale Pokal in Norwegen geht an Schalke 04. Die gewinnen hier den nationalen Pokal mit 5:0. What? Das ist ja crazy. Das ist der erste Pokalsieg. Schalke 04. Schalke 04. In diesem Experiment, also einmal Torschützenkönig, einmal Meister und jetzt einmal nationaler Pokalsieger in 3 verschiedenen Ligen. Wow! Sie international vielleicht jetzt auch den Pokal gewinnen konnten? Leider nein. In der Vorrunde war Schluss gegen SK Storm mit insgesamt 4:3. Gut, bleibt natürlich noch der Torschützenkönig in Norwegen und hier wurde es kein Schalke. Es steht nicht ein Schalke in den Top 5. Keiner konnte mehr schießen als 12 Tore dann wohl. Ja, gut. In der nächsten Liga in Polen, da wurde Schalke 04 Fünfter. Oh, ein Platz schlechter als gerade eben. 54 Punkte, 15 Siege, 9 Unentschieden, 10 Niederlagen. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen besser gesehen. Also jetzt nichts gegen die polnischen Mannschaften, aber gut. Im polnischen nationalen Pokal, ja, da wurde Ligia geschlagen von Werder mit 1:0. International hat Schalke 04 es nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft. Deswegen bleibt das hier auch wieder außen vor. Torschützenkönig in Polen wurde. Ja, ich dachte eigentlich gerade Terodde, aber der wurde hier nur Dritter. Ich meine, immerhin ein Schalke in den Top 5 mit 14 Toren, aber 4 Tore weniger als Sanchez von Lodz. Das, ja, das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt gerade so nicht erklären, aber es ist, wie es ist. Kommen wir also direkt zur nächsten Liga und zwar in Portugal. Die Liga in Portugal. Schalke wird Fünfter. 65 Punkte, 19 Siege, 8 Unentschieden, 7 Niederlagen. Eine Verbesserung im Gegensatz zu der polnischen Liga, aber auch hier leider Gottes nicht auf Platz 1. Gut, das war jetzt auch nicht wirklich zu erwarten. Trotz alledem schon ein bisschen ärgerlich, dass das nicht ein bisschen besser gewesen ist. Im nationalen Pokal in Portugal macht es Benfica Lissabon. Die gewinnt 2:1 gegen Rio. Und international, Alter Verwalter, ich glaube, das ist das beste Ergebnis international, was wir innerhalb dieses Experiments sehen werden. Denn Schalke 04 kam bis ins Halbfinale und musste sich mal wieder gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Insgesamt verloren sie 6:1. Da wurden sie richtig hart nach Hause geschickt. Aber Halbfinale in der Conference League mit dem Schalker Team? Respekt dafür. Torschützenkönig in Portugal wurde kein Schalker. Hier stehen sie mal wieder nicht unter den Top
Fall. Kommen wir jetzt also zur Liga in der Halbzeit oder auch zur Halbzeitsliga, wie man dazu auch immer sagen will. Wir gehen nach Irland und in Irland wird Schalke 04 Meister. 76 Punkte, 7 Punkte Vorsprung vor den Rovers. 23 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen. Das ist... bedeutet den zweiten Meisterschaftstitel innerhalb von 9 Saisons. Das ist für Schalke 04 auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ob sie jetzt auch das Double gewinnen konnten? Nein. Sie standen nicht im Finale. Shelburne macht es hier mit einem 2:1. International konnten sie dafür aber nicht großartig rocken im Viertelfinale. Ich meine, auch gar nicht mal so schlecht im Gegensatz zu den ersten Saisons. Aber leider kein Halbfinale. Deswegen wahrscheinlich letzte Saison das Beste, was Schalke jemals europäisch gebracht hat. Hier im Viertelfinale verlieren sie mal wieder gegen Aston Villa 5:4 insgesamt. Schade, Marmelade. Bleibt also noch der Torschützenkönig in Irland. Und hier macht es nicht Terodde. Ein Tor weniger als Boke, der Erstplatzierte von den Wolves. Hier Terodde auf dem zweiten Platz. Oh, Drexler innerhalb der Top 5 auf dem fünften Platz mit 16 Toren. Zwei Schalker innerhalb der Top 5 in den Oberhäusern gab es bis jetzt nicht. Ich glaube, das war zuletzt in irgendeiner zweiten Liga vorhin. Kaching, damit kommen wir zur Halbzeitanalyse. Also kurz gesagt, was hat Schalke in den ersten 9 Saisons so gerissen? In den ersten 9 Saisons gab es 2 Meistertitel. Respekt dafür. Es gab einen einzigen nationalen Pokalsieg. International haben sie komplett verrissen oder waren auch beschissen, außer das eine Mal Halbfinale und Viertelfinale. Und Terodde konnte einmal den Torschützenkönig, die Torschützenkrone abräumen. Nicht zu vergessen, ja, sie sind auch zweimal abgestiegen. Auch das musste Schalke 04 erleben. Von daher schauen wir mal, was die nächsten 9 Saisons so aussagen werden. Die nächste Liga ist in Rumänien, die Superliga. Und hier gewinnt Schalke 04 den nächsten Meisterschaftstitel. 71 Punkte, 3 Punkte Vorsprung vor FCSB. 22 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. Wow, ach nee. Oh, zu früh gefreut. Ich lese ja jetzt erst, dass das die reguläre Saison ist. Sorry dafür, mal wieder mein Fehler. Sie konnten aber sicherlich in der Superliga den Meisterschaftstitel holen. Und ja, sie konnten den Meisterschaftstitel holen. 57 Punkte, 6 Punkte Vorsprung vor FCSB. Glückwunsch zum dritten Meisterschaftstitel für Schalke 04 im nationalen Pokal in Rumänien. Machen Sie das Double klar. Sie gewinnen den Pokal in Rumänien durchs Elfmeterschießen mit 5:4. Super. Echt super. 2 Titel in einer Saison. Schalke 04, was da los? Jetzt fehlt ja nur noch, dass sie international auch richtig abgerissen haben. Ja, da war ich wohl zu euphorisch. Im Achtelfinale gegen Valencia Feierabend insgesamt 3:1. Aber sie könnten ja noch das Triple in einer Saison abräumen, wenn sie den Torschützenkönig stellen. Und der Karaman wird hier nur Zweiter. Mann, das ist trotzdem die beste Saison für Schalke 04. Springen wir also sofort in die nächste Liga nach Schottland. Und hier wurde Schalke 04 in der regulären Saison nur 5. 49 Punkte. Schauen wir in die Meisterschaftsrunde und hier wird Schalke 04 auch nur 5. 53 Punkte. Uff. 32 Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Hearts. Die werden hier Meister. Kein Celtic, kein Rangers. Im nationalen Pokal in Schottland stand Schalke im Finale, verloren dann aber gegen die Rangers mit 2:1. Mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. International hat Schalke 04 es nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft, deswegen bleibt das hier wieder außen vor. Und der Torschützenkönig in Schottland wurde Shetland von Hearts mit 27 Toren, kein Schalker in den Top 5. Gehen wir also sofort in die nächste Liga nach Schweden und in Schweden gewinnt Schalke 04 den nächsten Meisterschaftstitel. Diesmal ist es wirklich die reguläre Saison, die hier zu Ende gespielt wurde. 12 Punkte Vorsprung vor Häkken. Wow, 22 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen. Schalke 04, Schalke 04. Alter Verwalter, jetzt noch das Double in Schweden. Leider nein. Ich stand noch nicht mal im Finale. Mann, oh Meter. Okay, dafür aber international. War auch wieder im Achtelfinale Feierabend. Diesmal gegen einen niederländischen Vertreter. Alkmaar insgesamt 3:1. Ist Schalke nach Hause geschickt worden. Dafür bleibt jetzt also nur noch die Torjägerkrone in Schweden über. Und hier, ich unterbreche ihn ungern. Mein Herz würde es erfreuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit deinen besten Freunden teilst. Macht es nicht, Karaman.
Er steht hier nur auf dem zweiten Platz. Hallo? Torgleich mit dem Erstplatzierten, Tedin. Na gut, hier diesmal hast du es richtig gemacht, FC24. Diesmal steht es in der richtigen Reihenfolge. Schade für Schalke. Geht also sofort in die nächste Liga und zwar in die Schweiz. Und in der Schweiz macht Schalke 04 in der regulären Saison den ersten Platz. Was? 22 Punkte Vorsprung vor St. Gallen. 24 Siege, 8 Unentschieden, eine Niederlage. Das hier scheint die allerbeste Saison von Schalke 04 punktetechnisch zu werden. Schauen wir also in die Meisterschaftsrunde und Schalke 04 gewinnt den nächsten Meisterschaftstitel. 90 Punkte, 25 Punkte Vorsprung vor St. Gallen. Glückwunsch zum nächsten Meisterschaftstitel. Ja, die sollen feiern. Ich glaube, die haben uns am Ende auch zum Sieg gepusht. Und das in der Schweiz. Es könnte also vielleicht auch das Double geworden sein. Leider nein. Auch hier standen sie dann nicht im Finale der Schweizer Pokal. Zwerg FC gewinnt hier 2:0 gegen St. Gallen. Aber dafür könnte es international vielleicht auch nicht gut gelaufen sein. Im Achtelfinale ist mal wieder Feierabend. Diesmal insgesamt 3:2 gegen Ferencvárosi TC. Ah, Manu Mina. Okay, da bleibt also noch die Torjägerkrone. Und hier wurde der Torschütze. Torschützenkönig Karaman macht hier den Torschützenkönig. 20 Buden in 36 Partien. Vierter wurde Terodde mit 14 Toren. Damit mal wieder 2 Titel in einer Saison. Auch wenn es hier Meisterschaft und die Torjägerkanone ist. Aber immerhin 2 Titel. In der nächsten Liga, in der Super League in der Türkei, wurde Schalke 04 Vierter. Passend zum Namen. 64 Punkte, 16 Siege, 7 Unentschieden, 12 Niederlagen. Gutes Ergebnis in der türkischen Liga. Im nationalen Pokal in der Türkei wurde Fenerbahçe zum Sieger gekürt. 2:1 gegen Beşiktaş. International hat Schalke 04 wieder nichts gebacken gekriegt. Sie kamen nicht über die Gruppenphase hinaus und deswegen lasse ich das auch hier wieder außen vor. Es bleibt also noch die Torjägerkanone über und hier steht kein Schalke unter den Top 5. Gehen wir also sofort in die nächste Liga und zwar nach Österreich, in die österreichische Bundesliga und Schalke 04 macht in der regulären Saison den ersten Platz. 51 Punkte, 5 Punkte Vorsprung vor RB Salzburg, 16 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ha, ob das jetzt hier in Österreich zur nächsten Meisterschaft gereicht hat? Ja, es hat zur nächsten Meisterschaft gereicht. 43 Punkte, einen einzigen Punkt Vorsprung vor Salzburg. Schalke macht in Österreich die Liga klar, gewinnt die Meisterschaft im nationalen Pokal in Österreich. Holt Schalke sogar das Double. Das ist das zweite Double innerhalb dieses Experiments für Schalke 04. Sie gewinnt 2:0 gegen SK Sturm, den nationalen Pokal in Österreich. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist. International könnten sie jetzt das Triple holen. Nein, es ist wieder Endstation. Im Achtelfinale gegen Rayo Vallecano im Elfmeterschießen gewinnen die insgesamt 5:4. Aber sie können noch das Triple holen, wenn sie bei den Torschützen den ersten Platz belegen. Schauen wir also auf die Torschützen. Und Terodde gewinnt hier die Kanone der Torschützen. 22 Tore in 31 Partien. Damit das Triple, also vermeintliche Triple in Österreich für Schalke 04. Beste Saison, wenn wir jetzt mal die Punkte außen vor lassen. Wenn du richtig aufgepasst hast, dann weißt du, es fehlen jetzt noch 3 Ligen. Das ist einmal die La Liga. Was mache ich denn hier? Die La Liga, die Premier League und die Bundesliga. Schauen wir also zuerst nach Spanien. Und in Spanien wurde Schalke 04 20. Letzter. Das hatten wir noch gar nicht. Abgestiegen als Letzter. 24 Punkte. 5 Siege, 9 Unentschieden, 24 Niederlagen. Das schlechteste Schalke-Ergebnis. Skandal! Stand jetzt. Es kommen noch 2 Ligen. Aber das hier ist wirklich richtig großes Kino. Meister in Spanien wurde Real Madrid mit 95 Punkten, 14 Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona. Im nationalen Pokal macht es dafür der FC Barcelona. Sie gewinnen im Elfmeterschießen 4:3 gegen Rayo Vallecano. International konnte Schalke 04 mal wieder nichts reißen. Gut, in Spanien war die Liga auch einfach zu hart, dass sie international überhaupt über die Gruppenphase hinausgekommen sind. Deswegen springen wir hier sofort auf die Torjägerübersicht. Und hier wurde Antoine Griezmann Torschützenkönig mit 29 Toren in 38 Partien. Kommen wir jetzt also zur vorletzten Liga nach England in die Premier League. Und hier macht Schalke 04 den 16. Platz. Wow, besser als in der La Liga. Und das hier ist aber die schwerste Liga, die wir in Europa haben. Zumindest sagen das ja immer alle. Aber Schalke 04 macht hier einen 16. Platz. 38 Punkte, 9 Siege, 11 Unentschieden, 18 Niederlagen. Besser als in der La Liga. Glückwunsch dafür auf jeden Fall, in der Premier League so gut durchzuhalten. Meister wurde hier Manchester City mit 2 Punkten Vorsprung vor Manchester United. Im nationalen Pokal, also im FA Cup gewinnt. Warte mal, was? Schalke 04
stand im Finale vom FA Cup und musste sich mit 3:2 gegen Manchester City geschlagen geben. Ich hätte nicht erwartet, dass die bis ins Finale vorrücken. Im Carabao Cup gewinnt Manchester City again 4:1. Sie holen sich also in England das Triple. Mann, oh meh, der International für Schalke 04 war in der Vorrunde Feierabend. Hier sind sie insgesamt 5:3 gegen Rennes ausgeschieden. Torschützenkönig in der Premier League wurde Alvarez von Manchester City mit 28 Toren in 36 Partien. Und damit kommen wir jetzt zum Abschluss, die allerletzte Liga in Deutschland. Und hier wurde Schalke 04 in der Bundesliga 13. 37 Punkte. Oh, das ist ein Punkt weniger als in der Premier League. Positionsmäßig aber besser als in der Premier League. Mann, oh Meter. Gutes Mittelfeld in der Bundesliga für Schalke 04. Deutscher Meister wurde hier Bayern München punktgleich mit dem BVB. Okay, das ist crazy. Der DFB-Pokal geht an Bayern München, denn die gewinnt im Finale gegen Dortmund nach Elfmeterschießen mit 4:2. International hat Schalke 04 das Achtelfinale erreicht und sie sind hier 4:1 gegen Athen ausgeschieden. Bei den Torschützen in der Bundesliga würde ich ja gerade behaupten, es macht Harry van der Kane und es macht Harry van der Kane mit 25 Toren in 32 Partien. Kein Schalker in den Top 5, aber auch das war ja hier wieder abzusehen. Kann man sich ehrlich gesagt nicht ausdenken, aber es ist wie es ist. Und damit ist das Experiment Schalke 04 bereits Europa vorbei und man muss dazu sagen, Schalke 04 hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Gucken wir ganz kurz auf die Übersicht. Ich nehme auf jeden Fall vorweg, Schalke 04 ist dreimal abgestiegen. Ja, auch das kam leider Gottes vor. Aber Schalke 04 konnte insgesamt 6-mal die Meisterschaft gewinnen. Und das in 18 verschiedenen Ligen. 3-mal haben sie den nationalen Pokal in die Höhe strecken dürfen. Und 3-mal durfte ein Schalker die Torjägerkanone entgegennehmen. Das muss man sagen, hätte ich so von Schalke 04 nicht erwartet. Von daher ist das Experiment dann doch an sich sehr, sehr gut. Gut ausgegangen, wenn du mit dem Experiment sehr, sehr viel Spaß hattest, gibt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonnieren den Kanal, aktivieren die Glocke, teile das Video mit all deinen Freunden, schreib mir jetzt unten in die Kommentare, welches Team als nächstes eine Europareise machen soll oder eine andere Videoidee. All das gerne hier unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Das nächste hier nochmal rein. Gladbach macht eine Europatour. Auch grandios, was Gladbach hier abgerissen hat, aber auch hier oben großes Kino. AC Milan gegen Inter Milan im Teamduell. Ich verspreche dir, das war richtig nice und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.